Geil. Keine Zeit jetzt, um die Aussicht zu genießen. Ich werde verfolgt. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ich, ja. Keine Ahnung. Ist ein Thema, weiß nicht. Darüber muss besprochen werden, finde ich. So. Ah, wir sind fast da. Super. Aber, achso, apropos Wasser, weil ich gerade das Wasser sehe. Ich finde es ein bisschen schade, echt, dass, ich glaube, da wird doch nichts mehr passieren, dass es kein Wettersystem gibt. Finde ich ein bisschen schade bei dem Spiel. Also das muss ich dem Spiel echt anmerken oder anbandeln, denn, ja, das ist ein bisschen, das finde ich echt schade, weil es hätte echt gut getan, wenn es auch mal hier geregnet hätte oder so einen Sturm gegeben. Boah, da muss ich ja echt sagen, Mad Max hat ja wirklich ein geiles Wettersystem gehabt, ne, mit Blitz, Hagel, Steinschlag und sowas alles, ne. Die Venja wollen ihn töten, rette ihn, okay. Ich komme! Wie komme ich denn da hin? Wir müssen da retten. Das machen wir mal. Wir müssen das Wasser aufhalten. Wie denn bitte? Blockierte Wasserlecks. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Survival! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir sollten uns echt beeilen. Das Wasser steigt unermesslich. Wie komme ich denn darauf, bitte? Wie soll ich denn bitte darauf kommen? Schwimm schneller! Schwimm schneller! Wie soll ich denn darauf kommen, bitte? Frage ich mich gerade. Oder muss ich warten, bis das Wasser steigt? Ich glaube, ich muss warten, bis das Wasser steigt. Ach gut, habe ich ja Zeit. Lalala, lalala. Ah, wie geil das gemacht ist. Oh, ich wurde gebissen vom Beißfisch. So, jetzt steigt kein Wasser mehr. So. Aua, ist doch gut. Lass mich doch. Mein Gott, du dämlicher Beißfisch. Verzieh dich bloß. Läuft zwar immer noch Wasser raus, weiß aber... Ja, ja, gut. Winjai, dai squatti balhasa. Da, Mari, quai da schwadam Mari. Shaja schwadam guaifa. Gastia, marchasar. Venja, willkommen. Sehr schön. Huch, wo die alle hin sind. Auf einmal sind sie alle weg. Krass. Boah, wenn der für uns kämpft. Alter Schwede. Das wird lustig, glaube ich. So. Er macht Faulfrucht. Ich glaube, das ist hier oben mit der Faulfrucht, wo wir dann in diese Hülle müssen. Müssen vor allen Dingen müssen. Wo ich gesagt habe, wo wir nicht reinkommen. Okay, 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 okay. So. Sollen wir da hinreisen schon? Ich habe nichts gesagt. Ich reise jetzt dahin. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns jetzt wartet. Ich bin sehr gespannt. So. So, mal eben schnell einen Wegpunkt auf der Karte noch markieren, damit wir da
ist sogar richtig. Ist, glaube ich, hier sogar der Weg ist, glaube ich, sogar richtig. So, dann schauen wir doch mal. Also ich hoffe mal, dass der Weg richtig ist. Wie komme ich denn... Wie komme ich denn da wieder rauf? Gar nicht, oder? Ich glaube, der Weg war falsch. Kann das sein? Es muss doch hier lang gehen. Wie komme ich denn bitte dahin? Ist auf jeden Fall hier lang irgendwie, komischerweise. Also die Richtung ist es, aber... Muss ich mich darüber schwingen vielleicht? Aber kann ich mir gar nicht vorstellen. Na, lass doch mal. Ja, er schwingt nur zur Seite. Okay, warte mal. So. Weil darüber komme ich ja so oder so nicht. Da ist auf jeden Fall eine Brücke auch irgendwie. Gibt es hier vielleicht einen Höhleneingang oder sowas, wo ich langkomme? Ah, hier bestimmt, ne? Ach, das war ja die Höhle gewesen. Stimmt ja. Ah, genau. Du musst das voll... Ah, okay, warte mal. Wie war denn das nochmal mit den... Jetzt muss ich mal gucken. Gesundheitsbalken, Nordfrüchte, Heilung, einfache Heilung. Aber irgendwo war das doch gewesen mit den Geschwindigkeitsbooster. Fährtentarnung, Feuerfest, Gegengift. Ist es nicht das? Ist nicht das Gegengift? Udam Heimat. Durchquere die Udam-Schluchten. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Und ja, wir sind eigentlich sehr gut ausgerüstet. Also ich mache mir da gar keine Sorgen, dass wir, hier nicht vorwärts kommen. Boah, wie cool das hier aussieht. Einfach mit der Klippe und so. Wir können unterwegs vielleicht nochmal ein paar Tiere häuten. Da ist ein Gegner. Ich hoffe, das war nur einer. So, den Wegpunkt haben wir erreicht. Ich grabbel hier einfach mal alles ab. Mal gucken, vielleicht finden wir ein bisschen Tierfett. Na, hallo? Ich klemme. Okay, ich dachte schon. Das Spiel buggt jetzt gerade rum. So. Nehmen wir auch mit. Was haben wir hier noch? Es ist hier nichts mehr. Sonst da ist noch irgendwie ein bisschen Ton. Ton können wir auch gut gebrauchen. So. Vor allem das Geile ist, wir brauchen diesen Typen, um halt das Gegengift herzustellen, obwohl wir das Gegengift schon längst konnten. Also wir hätten ihn gar nicht gebraucht eigentlich. Wir konnten uns schon selber das Gegengift herstellen, aber ja gut. Storymäßig, ja, ich will da gar nichts rein interpretieren. Es ist so, ja. Hier ist es auf jeden Fall windstiller in der Schlucht, muss ich sagen. Aber ist schon echt hübsch. Gefällt mir. Bin ich sehr gespannt, wo es jetzt hingeht. Was uns erwartet. Warte mal. Da unten sind Gegner. Das heißt, ich werde mal die Eule rufen. Vielleicht finden wir ja auch das andere Lagerfeuer. Wer ist das denn? Ist das ein Venya, der da sitzt? Okay. Niemand anders hat das mitbekommen. Das ist super. Das freut mich sehr. So, dann schauen wir mal. Schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Blöd, dass sie sich gegenüber sitzen ein bisschen. Na, kletter da hoch. Oh.
Da unten ist noch ein Blatt, was wir sammeln könnten. Das sieht schon echt toll aus hier. Gefällt mir. Nein, du löst keinen Alarm aus. So. Nochmal zwei Pfeile hergestellt. Gut am Heimat entdeckt. Ich werde gleich nochmal auf die Karte gucken, um mal zu gucken, wie das jetzt aussieht. Ich, bin sehr gespannt, wie weit wir die Karte da oben jetzt aufgedeckt haben und so. Ach, guck mal, die Ziege können wir auch häuten. Kriegen wir wieder ein bisschen Ziegenfell und Tierhaut. Ich sage immer Tierfett, ich weiß gar nicht warum. Ach, guck mal einer an, hier ist noch ein Leuchtfeuer. Ich denke mir mal, dass hier oben auch noch jede Menge ist, weil man sieht ja, hier ist so der Kartenrand. Hier, in der Ecke. Das heißt, hier wird wahrscheinlich auch noch jede Menge sein. Also, Finale ist noch lange nicht. Und hier unten ist auch noch irgendwie was. Hier. Und, ach, guck mal an, hier. Den Bereich haben wir noch gar nicht entdeckt. Also werden wir noch jede Menge Zeit in diesem Spiel verbringen. So. Ich quere die Udamschlunden. Da hinten ist schon wieder ein Gegner. Oder? Von jetzt geil ist, ich bin hier total alleine. Also ich... Ja, ja, das war mir ja irgendwie klar. Die sehen mich doch, wenn ich hier hochkletter, oder? Beeil dich. Beeil dich ein wenig. Ist ja nicht so, dass da welche rumlaufen. Mist, die beiden quasseln gerade. Nee. Das Geile ist, der hat nicht einmal gerufen, aber trotzdem sind alle in heller Aufreude. Ich weiß nicht, aua, ich weiß nicht warum. Aua, lass das. Hü. Ich hoffe, die suchen mich jetzt, wenn ich jetzt hier in der Ecke einfach mal stehe. Oh, und es wird dunkel und man, ich sehe fast gar nichts. Ich sehe in der Schlucht sehe ich fast gar nichts. Haben die sich ein bisschen beruhigt jetzt, oder? Hä, wo ist denn da einer? Da ist irgendwo einer. Ach, da. Was? Wo denn? Wie konnte er mich sehen? Und wo vor allen Dingen? Oder ist oben einer? Wo denn? Habe ich den Speer jetzt wieder aufgenommen? Nein, noch nicht. Ah, jetzt. Wo ist er denn? Ach, da oben. Ah, den habe ich gar nicht gesehen. Da verkriecht er sich da oben, der Drecksack. Guck's dir an. Da sitzt er einfach mal da oben. Hier ist noch jemand. Ah, da. Okay. Den haben wir so gerade eben noch mitnehmen können. Ich höre schon wieder Gegner. Grünblatt lasse ich jetzt mal eiskalt liegen. Ich habe ja noch... Wir können ja mal so ein bisschen die Dings ausprobieren hier. Die, Gegengift, Feuerfest, Fährtentarnung, Heil 2 Gesundheitsballen, Booster, erwischt es... Was? Erschwert es Tiere, dich zu entdecken. Stellt einen sehr kleinen Teil der Ausdauer wieder her. Brauche ich nicht. Geschwindigkeitsboost. 2 Gesundheitsbalken, Heilung, Booster. Du springst 33% schneller, kannst schneller schwimmen, länger den Atem anhalten. Ausdauer, schneller, sehr klein. Okay, was haben wir hier? Ultimativer Boost. 6 Gesundheitsbalken herstellen, kombiniert Effekten. Das ist gut für Bosskämpfe später, glaube ich. Aber nichts irgendwie, wo ich irgendwie vielleicht schneller schießen könnte oder so. Okay. Naja. Dann schauen wir mal. Da oben war doch gerade schon wieder einer. Habe ich doch gerade gesehen. Das wurde schon wieder rot, der Punkt. Könnt ihr euch vorstellen, dass da oben einer rumschimmelt? Ich bleib mal in der Gedukthaltung. Bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Weil vor allem durchquere die Udamschluchten. Das könnte ja bedeuten, dass wir jetzt quasi in ihr Dorf eindringen. Aber wir alleine ist ein bisschen, auch ein bisschen blöd, ne? Aber wir sind Taka. Taka. Taka da.
Dakka. Dakka da. So. Hallo, mein Freund. Wer auch immer hier oben war. Oder auch nicht. Ich stelle mich mal eben am Feuer. So, sehr schön. Ich habe gerade das Gefühl gehabt, ich habe jemanden gehört, aber das war... Da leuchtet irgendwas rot. Was ist das denn? Da hinten laufen welche. Da ist jemand. Da ist jemand. Waren das alle? Ich rufe mal eben die Eule. Warte mal. Und nicht gegen die Wand fliegen, Eule. Ach, guck mal, da unten ist auch noch jemand. Da sind zwei sogar. Guck mal an. Ah, der könnte Hilfe rufen. Den erledigen wir mal, wenn ich das kann. Nein, kann ich nicht. Warum auch immer. Aber den machen wir mal weg. So. Also sind es doch mehr. Okay. Ja, ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Ganz locker, ganz easy. Tschüss. So, der ist schon mal weg. Die Frage ist natürlich jetzt, wo rennt der hin? Und was sucht der? Verdammt! Die haben mich noch nicht entdeckt. Aber die wissen, glaube ich, von welcher Richtung das kam. Das heißt, ich sollte vielleicht mal irgendwie mal eine andere Position suchen. Nur hier oben ist es ein bisschen schwierig. Vielleicht einfach mal runterklettern. Vielleicht hilft das ja schon. Also sie sind natürlich in heller Aufreude. Sie wissen natürlich, dass irgendwas nicht stimmt. Aber... Ah, die Eule ist wieder da. Sehr schön. So, warte mal. Ich kletter nochmal nach oben. Nein, 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 nicht gesehen werden. Nicht gesehen werden, bitte. So, warte. Na, greifen an. So. Ist der schon mal weg? Und hier unten ist auch noch jemand. Der haut gerade ab. Wo ist er denn? Hier ist jemand. Hier ist irgendwo jemand. Ich höre ihn. Kommt er hier raufgeklettert? Höhe, nein, 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 bleib oben, nein, bleib oben, Alter. Hier ist irgendwo jemand. Da. Mann! Hui! Wieder einfach mal aus dem Bild fliegt. Alter Schwede. Okay, Gott sei Dank hat es keiner mitbekommen von den anderen. Ich nehme mal ein bisschen hier... Fleisch mit und dann grabbeln wir ihn mal ab, damit wir wieder ein bisschen unseren Speer kriegen. So, jetzt warte mal. Jetzt müssen wir den erledigen und wir müssen natürlich aufpassen, dass der keine... Uah, dass der eine keine Hilfe ruft. So. So. Der ist weg. Wo ist der hilferufende Typ? Da hinten. Scheiße, er steht so ungünstig. Der sieht uns in allen Himmelsrichtungen. So, dann schauen wir mal. Wie kriegen wir ihn da hinten? Der steht ziemlich weit vorne, ne? Problem ist nur, ich glaube nicht, dass wir... Ah, der sieht uns natürlich auch. Aber warte mal. Können wir den mit der Eule... mit der Eule können wir den, glaube ich, nicht angreifen, ne? Oder? Schauen wir mal. Doch, geht. Ciao mit V. So.
Das hätten wir. Das heißt also, dann gehen wir mal hier runter. Durchqueren wir mal weiter die Udam-Schlucht. Und schauen mal, wo wir als nächstes hinkommen. Die Eule klingt auch gerade schon wieder ab. Oder die Udam-Schluchten. Mehrzahl. Da wären wir wieder beim Thema mit Buse und Busen. Ne? Dr. Mabuse. So. Ich hör schon wieder Gegner. So. Lager der Udam-Räuber. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was da... was da auf uns zukommt jetzt und vor allen Dingen... was wir da, was uns da jetzt erwartet, vor allem in diesem Dorf. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Oh, ich dachte, hier steht jemand. Oder wird das jetzt hier so ein finaler Bosskampf? Oh mein Gott. Oben läuft jemand. Scheiße, wenn er ein bisschen weiter vorne laufen würde, hätte ich ihn schon weggenatzt. Aber Mist. Okay, ich sollte vielleicht mal die Eule rufen. Um mal das Ganze von oben zu betrachten, wer wo ist und wer überhaupt hier läuft. Und hast du nicht gesehen? Alter, was ist denn hier los? Uah. Sind da noch mehr Leute? Okay, die kämpfen da gerade. Den werde ich mal erledigen, wenn wir schon dabei sind. Den wird keiner vermissen, denke ich mal. Und dann können wir nämlich... so. Eben hier raufklettern. Also ganz so kalt ist uns nicht mehr. Also es sinkt nicht mehr so sehr, die Anzeige. Da hinten ist jemand, der Hilfe rufen kann. Hier unten ist ein schwer gepanzerter. Können wir den irgendwie weglocken vielleicht? Naja, ist so weit weg. Hm. Sonst ist hier aber auch irgendwie nichts, ne? Da ist nur, wie gesagt, der. Den würde ich gerne mit der Eule wegholen. Wenn die gleich wieder bereit ist. Weil, das ist dann besser. Dann haben wir da keine Probleme mit. So, warte mal. Eule war oben, ne? Genau. So, dass wir den jetzt erstmal wegholen. Weil das ist besser. So, dann holt der nämlich keine Hilfe und wir haben das so ein bisschen ruhiger hier. Ich würde gerne den Gepanzerten würde ich gerne ausschalten. Den Gepanzerten. Was ist denn hier schon wieder los mit der Sound? Schon wieder die fetten Soundprobleme hier irgendwie komischerweise. Knack, knack, knack. Hallo, ist doch gut, Controller. Bleib doch mal locker. Ja, ist doch okay. Beruhig dich doch mal. Irgendwas stört hier definitiv die Leitung. So, warte mal. Kann ich den irgendwie locken? Oder einen Takedown von oben geben? Geht das vielleicht? Habe ich eigentlich diesen Angriff Takedown von oben schon? Geht der jetzt dahin? Komm, geh dahin. Sehr schön. So, dann mache ich den nämlich jetzt alle. Mache ich einen Takedown von oben. Wenn das geht. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe es.
hoffe, das geht. Ich hoffe, das hat keiner gemerkt. Boah, ich muss unbedingt hier den Pfeil anzünden. Damit es ein bisschen wärmer wird. Reicht das? Wieso wird uns nicht warm? Oder eine Keule anzünden vielleicht? Ah, das ist schon besser. Mit der Keule ist schon ein bisschen besser, da wird schon ein bisschen... wird schon ein bisschen wärmer. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen gedulden. Naja, gut. Oh Mann, naja, gut. Auf jeden Fall, So, mal gucken, was haben wir denn hier? Ah, okay. Dann wärmen wir uns ein bisschen auf. Dass es jetzt doch so runtergegangen ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Na komm, wärm dich auf. Ja, leider kein Lagerfeuer hier irgendwie. Sing das Lagerfeuerlied. Und dann fasse ich dir ans Glied. Was? Nein. So. Komme ich da wieder rauf da hinten? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, ist klar. Okay, pass auf. Dann machen wir das anders. Dann müssen wir jetzt natürlich gucken, dass wir jetzt hier ein bisschen... Wie machen wir das denn? Ist ein bisschen doof, dass die da gerade am Kämpfen sind, weil da... Jungs, guck mal hier, für euch. So, ist der andere? So, das war's, glaube ich, ne, oder? War's das? Ach nee, da ist noch jemand. Habe ich total übersehen. Alter, wo kommen die her alle? Aua, lass das. Brenn, du Sau. Ich hau dich aus dem Bild. Ich hau dich aus dem Bild, Alter. Ich hau dich sowas von aus dem Bild. Schön aus dem Bild getreten. Schmeiß doch deine Scheißkacke da. Ja, schmeiß doch deine Kacke. Ist mir doch egal. Ich hau dir sowas von auf die Birne. So, bam, aus dem Bild. Wie aber auch nicht stirbt, ne? Alter. Jetzt wird aber mal Zeit, dass du mal drauf gehst, du. Warte mal. Ah, okay. Speer ist bei denen also wirkungsvoller. Das ist schon mal gut zu wissen. So. Ein paar Pfeile wiederherstellen, Keulen. Boah, jetzt haben wir 10 Keulen. Alter Schwede, das ist verdammt viel. Verdammt viel. So. Alter Verwalter. So. Das Jägertal. Ort entdeckt. Erreiche das Udam-Leuchtfeuer und erobere es für die Venya. Das ist da hinten. Schauen wir mal auf die Karte. Alter, ah, hier Leuchtfeuer. Boah, krass. Ist das so eine gute Idee gewesen? Kann das nicht das Leuchtfeuer sein? Nein. Ist natürlich ein anderes Leuchtfeuer. Stummes Lager, Ort entdeckt. Boah, krass. Wir sind keine... Eingeborenen mehr, oder? Ja, doch ein paar höre ich noch. Juppie! Ich gehe mal den ganzen Dings. Töte alle Gegner und alle Gegner töten. Was? Willst du mich verarschen? Okay, warte mal. Machen wir mal so. So. Was mache ich denn? Soll's denn angreifen? So.
Jetzt habe ich zwei Speere natürlich einfach mal. Er kann ihn nicht. Ah, natürlich. Ach so, ich habe es ja ganz vergessen. Vielleicht sollte ich einfach mal erstmal. Hallo? Komm her! Survival! So, der liegt da im Dings. Der ist schon mal weg. Sehr schön. Warte mal, ich schick den Bären doch nochmal weg. Besser ist. Ich hoffe natürlich, hier ist keiner mehr, der Hilfe rufen kann. War es das schon? Das können doch noch nicht alle gewesen sein, oder? Habe ich doch gesagt, das waren doch noch nicht alle. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Das waren doch noch nicht alle. Kann ich den schon anzünden? Dann brennt es wenigstens schon mal. Ich hab's angezündet. Hallo, es brennt. War es das nicht? Muss ich jetzt ehrlich darunter? Ich würde gerne versteckt bleiben. Warum ist die Musik noch so dramatisch? Survival! So. Kommen bestimmt Gegner jetzt, wenn ich jetzt hier bin, ne? Oder? Wenn ich mein Glück wieder kenne? So, ich bin am Leuchtfeuer und jetzt? Hallo, ich habe alle Gegner getötet oder sind hier in der Höhle noch welche? Nee, ist. Kann ich hier noch ein bisschen Fleisch und sowas mitnehmen? Oh ja, sehr schön. Ich zünde nochmal an, vielleicht. Ich höre auch kein Ge. Ah, warte mal, doch, da war gerade irgendwas. Wo denn? So, ja, da bin ich wieder. Das Problem war gewesen, bei mir hat gerade das Telefon geklingelt. Und da musste ich doch tatsächlich mal kurz die Aufnahme stoppen. Das war ein wichtiges Telefonat gewesen. Es ging nämlich auch um ja, Internetleitung und Anbieter und so und pipapo. Und ja, so wie es aussieht, funktioniert das jetzt alles. Ich kriege neue, ja, neuen Router und so und neue Leitung. Und ja, da bin ich sehr gespannt, ob das dann auch besser wird mit meiner Verbindung. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Na? Alter, ich treffe ihn nicht. Das gibt's doch nicht. Wo ist er denn? Oh, jetzt haben die auch noch Hilfe gerufen. Nein. Die ganze Zeit hat es wunderbar geklappt und jetzt gammel ich hier ab oder was? Ach komm, das ist so lächerlich. Und jetzt kommen auch die schwer gepanzerten Gegner, ne? Scheiße, fuck. So, ohne Zielen hier. Guck mal, Jungs, ohne Zielen. Jungs, ohne Zielen. Guck mal hier, ohne Zielen. So, wo seid ihr? Da hinten. So, jetzt ziel. Bei dir ziele ich mal. Wenn du so einen dämlichen Giftpfeil hast. So, war's das jetzt mit euch? Seid ihr mal bald fertig? Hallo? Töte alle Gegner und entzünde das Leuchtfeuer. So, ich denke mal, das war's doch jetzt, oder? Ah, nee, warte mal, da ist noch irgendeiner. Da kommt jemand. War es das jetzt? Ist jetzt mal Ruhe hier im Karton? Kann ich jetzt mal endlich mal weitermachen? Kann ich jetzt das Leuchtfeuer entzünden? Ich probiere es mal. Natürlich nicht, weil irgendwo noch ein Gegner ist, den ich nicht sehe. Keine Ahnung, wo auch immer der steckt. Ich weiß es nicht. Aber irgendwo soll der wohl hier sein. Wo ist der denn? Na, kletter doch da hoch. Ist hier noch ein Gegner in der Nähe irgendwo, den ich vielleicht nicht sehe? Ist die Mission vielleicht verbuggt?
Hier ist doch keiner mehr. Ich bin hier ganz alleine. Ganz alleine. Hä? Huch, hallo? Ja, toll. Und jetzt? Ich... Was soll ich denn jetzt tun? Moment. Da höre ich noch was. Da höre ich was. Ah, komm an. Ah, du Penner. Ciao. Ach, da war der, der Hilfe gerufen hat. Guck an. So. Jetzt aber. Jawoll. Mamsa Saya Leuchtfeuer. So, 14 von 16 beansprucht. Zwei Stück noch, dann haben wir die Leuchtfeuer auch. Huch, da ploppt einfach mal das Leuchtfeuer auf. Ja, cool. So, da bin ich mal gespannt. So, was haben wir da? Was ist denn... Hä? Was? Da muss ich jetzt hin? Finde Ulls Höhle. Da gehen wir mal gucken, was in Ulls Höhle so ist. Da wurde ich schon wieder fast gesehen. Kann ich noch einen Speer... Nein, ich kann keinen Speer erstellen. Okay. Hallo, Jax. Ich habe keine Zeit, Jax. Macht's gut, Jax. Jack, 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 Jack. So. Muss mich nochmal kurz dafür, wie gesagt, entschuldigen, dass die letzte Folge so, so abrupt beendet worden ist. Aber das war, wie gesagt, sehr ein wichtiger, ein sehr, sehr wichtiger Anruf. Und es ging ja, und es geht ja auch um euch, dass meine Leitung für den Stream besser wird und alles. Und, Ach, guck mal an. Hier sind auch noch Gegner. So, dann muss ich doch mal nochmal die Eule rufen und mir das mal von oben anschauen. Da unten lief doch schon jemand. Habe ich doch schon gesehen. Da ist einer. Da hinten ist einer. Da. Wo auch sonst? Da oben ist keiner. Ist hier jemand, der wieder Hilfe rufen kann? Ich schau gerade mal. Da ist jemand. Aber der Hilfe rufen kann, sehe ich jetzt nicht, dass hier noch jemand ist. Hm. Aber die Speer sind unterwegs. Ach, guck mal da. Ah, da hinten ist ein Gepanzerter. Oh Gott. Oh Gott, das geht ja noch weiter. Oh, um Gottes Willen. Ah je. Okay, das heißt also, wir sollten definitiv aufpassen, was wir tun. Ciao. So, den nehme ich mal mit, wenn er schon einmal hier ist, ne? Können wir den schon mal mitnehmen und in den Busch legen. So, das trifft sich ja super, dass er hier war. So, ist der auch schon mal weg? Scheiße. Mann, scheiße. Da hinten ist auch noch einer, der nicht markiert ist. Ah, jetzt. So. Okay. Kriegen wir hin. Ist jetzt nicht so schlimm. Hat der eine Maske auf? Ja, der hat eine Maske auf. Warum liegt hier Stroh? Ich versuche mal außen rum. Komme ich hier außen rum? Ja, sehr schön. Sauber. So. Was, Vendia? Scheiße, er hat Hilfe gerufen. Fuck. Mist. Verdammt. Das gibt's doch gar nicht. Meine Güte. Alter! Hilfe! Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? So, der ist schon mal weg.
So, uah, geh doch einfach weg, lass mich doch einfach. Na, wieso nehme ich nicht den Speer, wenn sie so nah dran sind? Ich weiß auch nicht, was denn noch? Ach, guck mal an. Hallo, mein Freund. Boah, wie krass, dass sie so stark sind, die Speere gegen die dicken Gegner. Ist ja mega. Ja, wenn ich dann nochmal treffen würde. Ja! Bam, schön aus dem Bild gehauen. Den auch. Sollte mich mal heilen. So. Hier muss ich nochmal aus dem Bild hauen und bam und bam und bam. So. Was ist das jetzt gewesen? So. Ach, das ist ein schwer gepanzerter. Ja, schön. Wäre schön, wenn ich jetzt einen Speer gefunden hätte, aber ich habe keinen mehr. Kann ich mal eben hier krabbel ab? Uah. Da ist ja noch jemand. Hallo, mein Freund. Wo ist denn der? Ja, das gibt's doch gar nicht. Keine Tierhaut gefunden. Wo ist denn? Uah, und mir wird so langsam kalt. Es wird Zeit, dass ich mal ein bisschen hier... Ah ja, sehr schön. Ich muss Feuer machen. So. Den Speer hole ich mir auch direkt zurück. So, wo ist Feuer? Ich brauche ein Feuer. Ich brauche ein Feuer zum Aufwärmen. Ich brauche ein Feuer zum Aufwärmen. Sonst bin ich gleich down. So, ciao. Uah, hier aufwärmen, 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 aufwärmen. Uah. So, jetzt hat er auch... Alter, mein Controller, das gibt's ja gar nicht. Ich hab manchmal diese Verbindungsprobleme, ich verstehe es einfach nicht. Ich habe einfach zu viel Elektrokrams hier stehen. Ich muss mich mal irgendwo abschotten gehen, im Keller demnächst oder sowas. Ich verstehe es einfach nicht. So. Finde Uhls Höhle. Checkpoint erreicht. So, ich würde sagen, wir machen aber hier an dieser Stelle... Machen wir jetzt echt mal eine Aufnahmepause. Ich brauche echt mal auch mal eine Pause. Ich muss was essen, was trinken. Ich muss auf Klo schon so eine ganze Weile. Und ja, genau. Ja, ich möchte mich erstmal bedanken. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in einer weiteren Folge Far Cry Primal. Machen wir an dieser Stelle weiter. Und ja, dann schaltet ihr wieder fleißig ein. Ich bin raus. Tschüss.